So, hallo ihr Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem kurzen Video. Ich möchte dir jetzt einmal kurz zeigen, ja, wie ich es geschafft habe, innerhalb von wenigen Minuten, das waren jetzt 45 Minuten bisher, die ich in den Trades positioniert bin, jetzt, ja, mittlerweile über 1000 Dollar verdienen zu können. Also wenn ich die Position jetzt schließen würde, dann hätte ich die 1000 Dollar im Sack. So viel steht fest und das werde ich jetzt auch gleich tun in deiner Anwesenheit. Und wenn es dich dann interessiert, wie ich diese Trades abgesetzt habe, dann bleib einfach dran. Ferner gehe ich noch auf ein paar Fragen ein, die mich im letzten Video erreicht haben und ich würde einfach sagen, nach dem Intro geht's los. So, da bin ich wieder und wir sind bei 1071 momentan. Der Euro-Cut kommt aber auch nicht so richtig aus dem Quark, deshalb werde ich den jetzt auch schließen. Ich werde jetzt alle Positionen einmal kurz schließen. Zack, und den bitte auch. Und den bitte auch. Und alle sind so wunderbar im Gewinn, ne? Das hat mir eine große Freude bereitet heute Morgen. Und ich werde dir gleich verraten, wie ich da die Trade-Einstiege gefunden habe, nachdem ich die Positionen hier alle geschlossen habe. Ja, ich habe hier mit der Martingale-Strategie gearbeitet, habe deshalb mehrere Positionen eröffnet. So, zack, haben wir das erledigt. 13.914 Dollar. Und jetzt schauen wir uns die Währungspaare mal an. Euro-CAD war ein Trade und der GBP-USD. Die beiden habe ich genommen. Und zwar ziemlich genau an diesem Level, ja, die ich hier eingezeichnet hatte. Hier bin ich long gegangen an der Position und ich muss jetzt einmal kurz in den höheren Timeframe gehen, denn der 15-Minuten-Chart, der muss jetzt hier einmal raus, sonst verwirrt er uns nur. Löschen, zack. So, und wie habe ich es gemacht? Ich habe im Endeffekt, jetzt haben wir natürlich mittlerweile einen neuen Hochpunkt gebildet. Also, ne, wir sehen es hier an der Bewegung, die ging hier jetzt komplett hoch, die habe ich komplett mitgenommen, im GBP-USD. Ja, und wir sehen es, vorher war das hier quasi der Hochpunkt und hier hatte ich das Fibonacci Retracement halt auch entsprechend angelegt. Vom letzten Tiefpunkt über die Gesamtbewegung. Wir sehen einen wunderbaren Aufwärtstrend im 5-Minuten-Timeframe und deshalb, ich habe tatsächlich ja, einfach wieder mal auf die Marktgegebenheiten reagiert und habe hier im 5-Minuten-Timeframe diesmal mein Fibonacci Retracement angelegt. Also man sollte sich da auch nicht in eine feste Form pressen, sondern vielmehr auf das Chartbild achten. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Achtet bitte auf einen gleichmäßigen Chart und das war hier absolut gegeben. Und dementsprechend, ja, habe ich das jetzt hier einfach so angelegt. Und dann habe ich den Rücksetzer zum 23.6er letztendlich getradet. Hier kam der Kurs zurück und zu dem Zeitpunkt war, wenn wir das jetzt hier mal sehen, der Volume Tick Rate Indicator gerade in der blauen Phase im unterkauften Bereich und kam wieder nach oben. Das heißt also hier das Timing, ja, perfekt gestimmt. Die Blue Power Signals haben sowieso auch in dieser Phase fast alle nach oben gezeigt. Und ja, der blaue Trendkanal vom Blue Power Template zeigt auch nach oben. Ein absolut genialer Trade. Machen wir uns nichts vor. Das war eine Punktlandung. Der Euro Cut hingegen, oh, der tut sich, der tat sich schwer. Hier bin ich hier unten reingegangen. Und hier habe ich auch noch wieder eine Two-Point-Touch-Unterstützungslinie eingezeichnet. Und ziemlich genau an diesem Level habe ich ihn dann erwischt. Und auch hier wieder die gleichen Indikatoren. Da habe ich ihn mitgenommen. Und zwar hier das erste Mal. Und dann ist er wieder zurückgekommen. Da habe ich dann zuerst Panik bekommen, muss ich ehrlich sagen. Aber dann ist er dann doch letztendlich nochmal wieder am 38.2 abgeprallt und schön nach oben gelaufen. So, auch hier wieder, wir sehen es, fast unterhalb der 20er Linie beim Free Timing Indicator, der wurde dann blau. In dem Moment heißt es, okay, jetzt können wir aufpassen. Jetzt wird es wahrscheinlich bald wieder nach oben gehen. Hier auch das gleiche Chartbild, es ging steil nach oben. Blauer Trendkanal vom Blue Power Template zeigt deutlich nach oben. Die Blue Power Signals zeigten auch fast alle nach oben. Das heißt also eine Trendbestätigung. Und
Ja, hier auch wieder ein absolut schönes Szenario und auch hier wieder aus dem 5-Minuten-Timeframe gehandelt. Und dann einfach, ja, liegen lassen, bis die Positionen vernünftig in den Gewinn rutschen und damit war das Ding für mich erledigt. So, und jetzt möchte ich kurz noch auf eine Frage eingehen, denn es wurde gesagt, ja, wir haben, wieso handle ich denn nicht mit dem Stop-Loss? Bin ich denn des Wahnsinns? Naja, also, es ist doch mal so, bei Finmax, habe ich, ja, wie soll ich sagen, die Investition, die ich hinterlege, ist doch letztendlich mal mein Investment, was ich bereit bin zu riskieren. Und da ist doch die K.O.-Grenze, und ein Stop-Loss ist nichts anderes, ist da doch schon involviert. Das heißt, wenn ich bereit bin, $200 zu riskieren, dann hätte ich das genauso wie bei einem anderen Broker, wo ich jetzt gezielt einen Stop-Loss setze, dann habe ich da auch meine K.O.-Grenze. So, meine K.O.-Grenze ist bei $200. Ganz einfach. Das ist also im Endeffekt dieser Stop-Loss völlig überbewertet. Es kommt da einfach auch auf den Broker drauf an. Wenn man da mit Investitionen handelt, dann ist es einfach was anderes, weil du hast eine vorher festgelegte Risikogröße und das waren jetzt in dem Fall ja um die 200 bis $500, die ich bereit war zu riskieren. Und selbst wenn der Trade dann mal in unsere Gegenrichtung fallen sollte, wir wissen ja, wir haben dann hier noch mehrere Level, an denen es dann nochmal wieder interessant wird. Da können wir das Fibonacci-Retracement quasi einfach abhandeln. Und wenn wir aber merken, okay, der bricht jetzt hier wirklich durch 61,8er meinetwegen durch und verändert den Trend, ja, also wir kommen von einer Aufwärtsbewegung in eine Abwärtsbewegung, dann können wir die Position immer noch manuell schließen, bevor wir komplett meinetwegen die $200 in den Sand setzen. Aber selbst dann hätten wir irgendwie einen Verlust von $128 oder was weiß ich was. Also, ja, und vorher eine Position zu schließen, das macht ja auch keiner. Weil selbst bei einem normalen Stop-Loss hast du einen gewissen Verlust. So. Und hier ist es doch genau das Gleiche. Ich sage, ich bin bereit, $200 zu investieren. Ja, dann ist das so. Dann ist das meine K.O.-Grenze und damit ist das Thema durch. So, also, darauf wollte ich einfach nur noch mal kurz hinaus, weil im letzten Video, ja, da kam halt das ein oder andere Kommentar, was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Und dann heißt es direkt, bei mir läuft's nicht. Liebe Leute, bei mir läuft's. Ja? Und das heißt, ich weiß jetzt auch nicht, ob das über die Monate bzw. Jahre gerechnet dann irgendwie noch Glück ist. Das könnt ihr dann quasi mit euch selber ausmachen. Aber unsere Strategien funktionieren. Und wenn ihr darauf Bock habt, auch mit uns gemeinsam zu traden, beziehungsweise einfach zu lernen, wie wir hier die Charts perfekt diagnostizieren, von Anfang an. Ja, also die Fibonacci-Retracements vernünftig zu setzen, Unterstützungslinien, alles, was einfach dazugehört, eine funktionierende Charttechnik zu entwickeln. Wenn du darauf Lust hast, dann findest du einen Link in der Videobeschreibung. Check das Ganze aus und dann sehen wir uns vielleicht demnächst entweder in der Telegram-Gruppe oder. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ein etwas anderes Video, aber das musste auch einfach mal gesagt werden. Denn CFD-Trading, ganz ehrlich, ist im Endeffekt auch nicht wirklich was anderes als binäre Option. Aber der größte Unterschied zwischen binären Optionen und CFD ist die Haltezeit. Also wir haben hier bei binären Optionen die Möglichkeit gehabt, nach 5 Minuten eine Option glatt zu stellen, beziehungsweise dann lief sie halt aus, weil wir an eine feste Auslaufzeit ja, geknüpft waren. Beim CFD-Traden ist es halt ein bisschen mit Geduld verbunden, muss man dazu ganz klar sagen. Man muss die Position länger laufen lassen, damit man auch entsprechend in den Gewinn rutscht. Aber wenn man einen wunderbaren, funktionierenden Trend gefunden hat, wie beispielsweise hier beim GBP/USD, dann läuft das Ding bis nach Meppen und ich hätte es mit Sicherheit auch noch länger laufen lassen sollen. Aber ich habe hier über $1.000 eingestrichen. Und ich will ja auch nicht größenwahnsinnig werden. Also, gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Hier wird in Zukunft natürlich noch viel mehr kommen über CFDs. Und auch unser Intensivlehrgang wird noch ausgebaut. Da wird auch der Trademaster wieder mithelfen. Und also David Kniewallner, einer der besten Trader aus Österreich, und wird da wieder noch mit Content produzieren. Das heißt, da wird noch richtig viel passieren. Von daher der Intensivlehrgang mit Sicherheit auch eine Anschaffung wert. Und in diesem Sinne werde ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Euer Chris vom Team Trading Welt. Ich freue mich.